Dank der Hilfe des Informanten konnten Razor 64 und Alpha 9 Kommandant Chavez lokalisieren. Anhand der Informationen des Kommandanten konnte das Anwesen identifiziert werden, in dem sich Jesus Santana aufhalten wird. Razor 64 und Alpha 9 müssen in feindliches Territorium vordringen, Santana aufspüren und ihn eliminieren. Santana ist in dem nahegelegenen Anwesen. Sie müssen ihn aufspüren und eliminieren. Das Gebiet ist streng gesichert. Versuchen Sie, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Viel Glück. Verstanden. Ich mache mich auf den Weg. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine Lieben. Und zwar nach einer etwas längeren Aufnahmepause freue ich mich jetzt hier wieder voll dabei sein zu dürfen. Und ich soll jetzt den Sohn des General Vasquez eliminieren. Das Thema hatten wir das letzte Mal schon. Warum wir den unbedingt töten müssen, obwohl er eigentlich nichts gemacht hat. Es könnte nur möglich sein. Oh, mein Näsle juckt wieder. Moment. Okay. Wir müssen unerkannt bleiben. Schleich mich mal weiter vor. Soweit ich sehen kann, wird es schwierig, durch die drei Lager zu kommen. Das wird kein Kinderspiel. Sie sind streng bewacht. Wie üblich also. Du kannst dich durch das erste Lager schleichen oder die Soldaten ausschalten. Das liegt bei dir. Weiter vorne im Lager sind drei Kerle auf Türmen. Roger. Okay, dann krabbel ich mal hier so. Komme ich da irgendwie? Nein, komme ich nicht. Kann ich da irgendwie gucken? Nein. Also ich kann rein theoretisch nur hier runter. Okay. So. Der Hoffnung natürlich, dass mich keiner sieht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt die letzten Male so oft da durchgeschlichen. Ich hätte Lust, da alle zu vernichten. Irgendwie sind meine Frames gerade ein bisschen sacken ein wenig ab. Ein Boom. Springen wir mal da schnell rüber. Ah. Sehen? Naja, ach nee, ist ja doch ein bisschen ein Baum. Ich habe bis jetzt immer noch keinen gesehen. Okay, das erste Lager ist hier oben. Mal, dass wir da irgendwie drum rumkommen. Beziehungsweise, wie wir da irgendwie hinkommen. Ohne, dass uns jemand sieht und hört. Mal rein theoretisch könnten wir... doch hier hochkrabbeln. Komm schon. Okay, dann krabbeln wir halt hier so entlang. Ins Gebüsch. Und... okay, das Lager ist da irgendwo oben. Da kommen wir eh nicht hin. Ach nee, das ist hier. Okay. Da haben wir Nummer 1. Haben wir sonst irgendwo nur einen? Wie
Wir schalten die natürlich diesmal aus. Aber wir haben jetzt so oft uns durchgeschlichen und durchgemogelt. Ich find's diesmal echt cool, wenn wir ein bisschen mehr Action reinbringen. Sehen wir da unten vielleicht irgendwo einen? Auf den Türmen, hat er gesagt. So, aber ich sehe jetzt hier gar nichts. Kurz aufsetzen. Ich schleiche mich jetzt mal vor, dass wir eine geile Position haben, um sie eben alle nacheinander schlachten zu können. Okay, da haben wir hier einen, da haben wir noch einen. Dann hieß es, auf den Türmen sind auch welche. Das sehe ich jetzt nichts. Ansonsten irgendwo welche. So zeigt es muss den eigentlich schon wieder nicht an. Da ist noch einer. Okay. Hier haben wir keinen. Da drinnen irgendwas? Nee, auch nicht. Okay, da hinten vielleicht. Da ist Haus. Sehe ich jetzt nichts. Nur die vier hier. Okay, dann fangen wir mal an. Mit wem fangen wir an? Den hier. Einmal, zweimal. Okay. Nein. Ich habe das nicht mal mitgekriegt da oben. Ba-bam. Wo ist er? So. Da ist irgendwo noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Hier muss irgendwo einer sitzen. Ach, hier ist er. Gut. Ich muss da hoch. Okay, dann gehen wir da mal hoch. Aha, da ist also nochmal einer. Der läuft da. Ich darf da ganz fein vor ihm hinlaufen. Der ist unten, oder? Hinten ist ein Turm. Ah, okay. Haben wir nicht getroffen. Okay, ganz ruhig mal kurz hinlegen. Jetzt. Nein! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ah, okay. Hallo.
Da habe ich dich doch gesehen. Zwischen die Augen. Da hinten müsste noch einer drin hocken. Ach, den sehen wir sogar. Komm. Yay. Der war gut. Okay, sonst nur irgendwo einer. Mal hier runter. Würde gern wissen, den sehe ich bestimmt hier unten durch. Oder auch nicht. Kann doch wohl nicht wahr sein. Moment, ich hänge hier zwischen zwei Steinen. Ah. Also er muss mich gesehen haben. Er hat mich im Visier. Aha. Was zum Teufel machst du? Du bist aufgeflogen! Nö, bin ich nicht. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, es ging eigentlich recht gut vorwärts. So. So passe ich da nicht durch. Bin ich schon wieder zu fett dafür, oder was? Komm schon, wirklich? Ich schleiche mich trotzdem mal so von Busch zu Busch. Sollte ich welche sehen, werde ich natürlich auch angreifen. Aber es scheint. Sieht so aus, als wäre nichts los. Weil habe ich eigentlich jetzt nicht erwartet. Da steht einer, oder? Moment. Oh, meine Frames. Sieht so aus, als ob er auch der Einzige wäre, hm? Wo denn? Steht bei einmal auf, weißt du? Das ist bestimmt da oben einer.
Hä? Da hat doch einer geräuspelt. Ich kann mir nicht anderes vorstellen, als wenn einer da oben sitzen wird. Weil hier ist ja gar keiner. Die habe ich doch schon alle abgemurkst. So, jetzt gucken wir mal. Rein theoretisch müssten wir dann ja einer sehen. Und ich muss mich mal kurz anders hinhocken. Autsch. Ich war gerade auf meinem Fuß gesessen. Und hier mache ich eine kleine Mini-Aufnahmepause. Und hoffe natürlich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.